Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 Ultimate Team und das Team hat sich schon wieder verändert. Ja, die Abwehr ist gleich geblieben, nur den Torwart habe ich gewechselt, also bankmäßig. Auf der Bank sitzt neu der Danny Welbeck und wir haben Mario Götze. Ich habe mir jetzt doch gekauft und Thiago fürs Mittelfeld, weil Abräumer und Gestalter die beiden jetzt besser. Und vorne halt die beiden, mal schauen, ob die hier vorne was bringen. Das ist schon der zweite Versuch dieser Aufnahme, weil die andere hatte 2 Minuten Vorlauf. Bei dauerhaften Mannschaften kam entweder war die Latenz scheiße oder ich wollte gegen den nicht spielen oder es war ein Gast drinne. Was mir nicht gefallen hatte. Der spielt mit Schalke an. Da werde ich drauf. Nein! Aber er hat einen Deutschen. Und einen Özil. Namens Özil. Das könnte böse enden. Ich könnte auch mit Dreierkette spielen, ohne Probleme. Ich habe ja meine drei deutschen Nationalverteidiger. Oh je. Wir fahren im Puff nach Barcelona. Und dann, warum? Das ist eigentlich ein Rückpass gewesen, aber auch egal. Thiago, sauber. Und Tor. Götzes erste Torvorbereitung direkt. Ich glaube, Lukaku ist erstes Tor gerade. So gehört sich das. So. Schade. Gott, lauf schneller. Spiel den Ball nicht so beschissen. Warum machen die eigentlich nicht mal die Bälle so niedrig? Passend. Meiner. 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 Ah, ich habe nicht frühzeitig L2 gedrückt, damit ich anhalte. Das brauche ich doch gar nicht drücken. Ich musste nur R2 loslassen. So. Ah, verdammt. So. Lauf. Lauf. Schieß. Nicht ins Tor. Das ist nicht mehr Eckball. What the fuck? Ich hab gedacht, der Torwart wäre dran gewesen. Danke, KI von Thiago. Danke. 2-0. Ich denke immer, der Torwart kommt noch raus und kommt an den Ball. Da hat man jedes Mal noch Angst, weiterzulaufen. So. Verdammt. Nee, nicht verdammt. Null. Ja, geht doch. Man hört, glaube ich, immer, wie ich auf die Tasten dann hämmere. Kann das sein? Die Chemie ist halt nicht auf 100, aber. Aber sie gefällt mir immerhin, die Mannschaft. Vor allem, weil ich. Ah, scheiße. Ich komme gerade auch nur so gut durch, weil er ja mit einer Dreierkette spielt und eine Dreierkette ist anfällig gegen schnelle Spieler, wie wir selbst gelernt haben schon.
Außer man kann frühzeitig angreifen. Nein! That hat a minute. Sekündchen zu lang gedauert. Och. Testegen wollte ich schon sagen. Leno. Toll gemacht, Leno. Warum müssen meine Torhüter immer patzen? Egal, wen ich im Tor habe, irgendeinen Patzer müssen sie sich immer leisten. Das gibt's nicht. Vor allem, ich drücke hoch raus und dann wird das Ding in die Mitte gehauen. Einfach nur gnadenlos. Wen kann ich als guten Bundesliga-Torwart nehmen? Weidenfeller könnte ich noch versuchen zu suchen. Oh, steh mir nicht im Je rum. John Terry war das. Wieso kommt der da dran, bitte? Mann. Ich muss jetzt schon wieder aufpassen, dass sich die Partie nicht gegen mich dreht. Geht doch. Endlich kann ich mit dem so spielen, wie ich mit dem spielen will. Wegen seiner Geschwindigkeit. So. Und Freistoß. Und gelb? Natürlich. Also Aubameyang ist in dieser Partie extrem. Deswegen spiele ich auch so viel gerade über ihn. Oh, aha! Der war beinahe reingegangen. Habt ihr das gesehen? Oh, Mist. Wow. War das knapp. Das war knapp. Aber der Freistoß von Alonso war nicht schlecht, muss man sagen. Der beinahe reingegangen wäre. Ja. Danke. Oh, Mist. Schade. Ich werde immer wieder ruhig. Das ist die beste Konzentration. Badam, 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 badam. Badadam. Oh. Jetzt ist er aber drin. Danke. Er stand aber. Aber er war perfekt geschossen. Das kann man schon mal nicht. Behauptet, dass er scheiße geschossen war. 5-1 zur Halbzeit. Ob es eine zweite Halbzeit geben wird? Ja. Gott sei Dank habe ich einen Stoß. Och, Thiago. Thiago.
Hamu. Scheiße, das war knapp. Das wäre beinahe das sechste gewesen. Oh, Mann. Mann! Das war knapp. Muss ich mal feststellen. Oh, ein Freistoß für ihn. Halleluja. Wie beschissen früh ich einfach nur drauf gehe. Vor allem, wenn es einfach funktionieren tut, dann ist es noch besser. Am besten wäre noch, wenn ein Tor rauskommen würde. Oh, Gott sei Dank. Und sich ein Abtrennen. Drängen. Abdrängen. Ja. Oh, scheiße. Da war ich unaufmerksam. Nein. Mist. Uah. Oh, schade. Ach. Dankeschön. Einfach einen Befreiungsschlag nach vorne hauen, der aufs gefährlich auf den 16er kommt. Ich werde gleich mal Welbeck einwechseln. Für Lukaku. Ja, machen wir mal. Und wir schonen mal unseren Alonso. Wie kam ich da gerade durch? What the fuck? Habe ich irgendwas verpasst? Dass ich an den Ball noch kam, war gerade überraschend. Nein, da lupfst du, Idiot. Ah. Mist, 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 ich triff das Tor nicht. Och, Leute. Das ist irgendeine Verarsche. Er steht 5-1 und ich treffe das leere Tor nicht. Oh, das war abseits, leider. Wundert mich, dass der die Partie durchzieht. Ich wäre rausgegangen nach der ersten Halbzeit. Oh, Freistoß für ihn.
Okay, wenn die Mannschaft dauerhaft so funktionieren würde, wäre ich happy. Also nicht nur von Torschüssen her, ich rede allgemein. Einigermaßen so funktionieren würde wie jetzt gerade, wäre ich so immens happy. Schade. Ach, schade. 5-1 ist noch schmeichelhaft. Wenn ich zweimal das leere Tor nicht treffe. Hahaha. Oh Gott, Thiago, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein da in der Mitte. Verdammt. Mein Ball. Nö, seiner. Und raus damit. Warum gibt es beim Spielstand von 5:1 in FIFA Nachspielzeit? Das würde es im wirklichen Fußball nicht geben. Behaupte ich mal. Welcher Schiri tut das einer Mannschaft an, bitte? Jetzt aber. Geht doch. Ich sag ja, Dreierkette ist zu... Ich könnte sie spielen, da brauchst du die richtigen Spieler für. Sonst hast du die Arschkarte wie... Beispiel gerade. Was passiert, wenn deine Verteidiger zu langsam dafür sind? Aber vor allem, wenn ich gewinne, übertreibe ich es immer mit Toren. That is not normal. Lukaku, Aubameyang, Lukaku, Aubameyang, Alonso. Tore 3. Sehr schön. Und 770 Münzen. Aber einen Verbleib haben wir jetzt sicher, ne? Halten, ja. Zwei Spiele, zwei Punkte. Hoffentlich machen wir das in der nächsten Partie fertig. Ich hoffe es. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn der FC Heinzelmann gegen irgendwen antritt und mal hoffentlich nicht wieder direkt im Anschluss unentschieden oder eine Niederlage sich einfängt. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.